Erstmals seit dem Shutdown kommen die Spitzen von Union und SPD am Nachmittag im Koalitionsausschuss zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens mit Kanzlerin Merkel stehen die Forderungen nach einer Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Zudem soll es um Steuerhilfen für die Gastronomie gehen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland aktuell mehr als 145.600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind etwa 2.230 mehr als gestern. Die Zahl der Toten stieg auf 4.879. Und mein Kollege Markus Grill, der hat sich die heutigen Zahlen noch mal genauer angeschaut. Mit welchem Fokus? Interessant ist ja, wenn man nicht nur den Blick auf ganz Deutschland richtet, sondern auf die einzelnen Regionen in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht nämlich auch immer die Anstiege in den einzelnen Landkreisen. Und wenn man da schaut, sieht man doch noch ein deutliches, unterschiedliches Geschehen, zum Beispiel zwischen Ostdeutschland und Norddeutschland und den süddeutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Wenn man allein die Neuinfektionen in der letzten Woche anschaut, dann ist es so, dass alle 5 Landkreise, die die meisten Neuinfektionen hatten, in Bayern liegen. Also da gibt es zum Beispiel Landkreise wie Straubing, wo in den letzten 7 Tagen 150 Leute neu infiziert wurden, umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Und wenn man dann andere Landkreise sieht, wie zum Beispiel Dithmarschen oder Cuxhaven oder auch der Wartburgkreis im Osten, dann sind da vielleicht mal 2 oder 3 Neuinfektionen. Das heißt, das Geschehen innerhalb Deutschlands unterscheidet sich zum Teil um den Faktor 100. Es gab jetzt ja Obduktionen von an oder mit dem Virus Verstorbenen. Wie sehen da die Ergebnisse aus? Ja, es gibt, bis vor kurzem hat das Robert-Koch-Institut ja noch abgeraten, davon zu obduzieren. Es gibt einen Rechtsmediziner in Deutschland, der sich nicht dran gehalten hat. Das ist nämlich in Hamburg am UKE. Der hat mehr als 100 Covid-19-Verstorbene inzwischen obduziert und kam zu dem Ergebnis, dass alle diese Verstorbenen Vorerkrankungen hatten. Also am häufigsten waren es kardiovaskuläre Vorerkrankungen, also Bluthochdruck, Situation nach Herzinfarkt, koronare Herzkranzgefäßschädigungen. Und dann gibt es noch einen weiteren Pathologen, nämlich in Basel in der Schweiz, der ebenfalls in der Schweiz am meisten untersucht hat. Der hat 20 Verstorbene obduziert und der hat sich die Todesursachen genauer angeschaut. Und der kommt zu dem Ergebnis, dass die wenigsten bei ihm eine Lungenentzündung hatten, sondern es sehr viel mehr systemische Gefäßschädigungen gab. Das heißt also, es wurde nicht nur die Lunge angegriffen, es wurden auch sehr viele andere Organe, also Herz, Niere angegriffen. Und das verändert den Blick etwas auf das Geschehen, also auf die Schwere der Erkrankung und möglicherweise auch auf die Therapie von Covid-19-Patienten. Das RKI, Sie haben das gerade schon erwähnt, das hat ja erst von Obduktion abgeraten. Gestern hat es sich dafür ausgesprochen. Wie ist dieser Wandel zu erklären? Das RKI ist, glaube ich, am Anfang sehr auf Vorsicht gefahren und hat natürlich vermutet, dass auch durch die Ausatmung durch die Luft, die beim Öffnen eines Verstorbenen bei einer Obduktion entweichen kann, dass dort noch Luftpartikel entweichen, also Aerosole, und diese infektiös sind. Und das war der Hauptgrund, weshalb das RKI zunächst davon abgeraten hat, zu obduzieren und nur im Ausnahmefall gemeint hat, man soll obduzieren. Der Bundesverband der Pathologen war da von Anfang an dagegen. Der hat es für einen schweren Fehler gehalten. Die sagen, wir haben schon viel gefährlichere, viel infektiösere Verstorbene obduziert. Also es werden ja auch regelmäßig HIV-Verstorbene oder Tuberkulose-Verstorbene obduziert. Und die haben sich massiv dafür eingesetzt, dass eben auch Corona-Verstorbene obduziert wird. Das ist auch extrem wichtig, damit man überhaupt die Todesursache ergründen kann. Und gestern hat nun der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts auf einer Pressekonferenz gesagt, auch er ist dafür, dass, wenn man die ganzen Sicherheitsstandards einhält, doch jetzt auch vermehrt Covid-Verstorbene obduziert werden sollen, und hat dazu aufgerufen quasi, dass man das tun soll. Sie haben es schon angedeutet. Wie können Obduktionsergebnisse bei der Entwicklung einer Therapie helfen? Naja, zum Beispiel die Befunde aus Basel, die lassen einen natürlich überlegen, oder das sagt der Pathologe, wenn es so ist, dass die Gefäße so angegriffen und zerstört sind, dann bringt es auch gar nicht viel, die Patienten nur zu beatmen, weil da können sie noch so viel Sauerstoff in den Patienten reingeben, der Sauerstoff wird nicht weiter transportiert.
Das heißt, man überlegt dann schon, wie man vielleicht diese systemischen Gefäßentzündungen auch medikamentös anders behandeln kann. Es gibt zum Beispiel zwei Unikliniken, zwei Herzzentren in Aachen und in Leipzig, die jetzt schon jedem auf Intensivstation liegenden Covid-Patienten Blutverdünner geben, weil auch das haben die Obduktionen zum Beispiel aus Hamburg gegeben, dass sehr viele dieser Verstorbenen dort eine Lungenembolie oder andere Thrombosen hatten. Und das könnte man zum Beispiel mit Blutverdünnern versuchen zu verhindern. Kommen wir mal zum Shutdown. Den erdulden wir ja nur, damit im Fall der Fälle genug Intensivbetten da sind. Wie sieht die Situation in den Krankenhäusern da zurzeit aus? Ja, das sind zwei unterschiedliche Befunde. Einerseits erleben wir gerade nach wie vor eine hohe Zahl von täglichen Todesfällen, also auch heute ungefähr 200 wieder. Gleichzeitig ist es aber so, man muss ja auch sagen, die Leute, die jetzt sterben, die haben sich vor drei Wochen infiziert. Wenn man aktuell auf einen Blick auf die Intensivstationen in Deutschland richtet, es sind doch relativ wenig Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Also sind in ganz Deutschland jetzt knapp 3000 Patienten liegen auf Intensiv. Der Großteil sind davon beatmet. Die Zahl ist aber sogar leicht rückläufig und gleichzeitig sind noch 12.000 freie Intensivbetten. Also die Lage in den Kliniken, in den Krankenhäusern ist für Corona-Patienten noch nicht oder nicht angespannt und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass es in den nächsten Wochen angespannt wird. Macht es Sinn, diese Bettenzahl jetzt abzubauen? Das haben die Kliniken ja zum Teil angekündigt und es ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, dass sie jetzt nämlich auch wieder vermehrt Patienten aufnehmen, die, deren Operation verschoben wurde. Also diese sogenannten elektiven Operationen, da gehören ja nicht nur Knie- und Hüftoperationen dazu, sondern auch medizinisch sehr notwendige Operationen, wie auch Tumoroperationen, die man aber nicht an einem bestimmten Tag machen muss, sondern die man verschieben kann. Und das RKI hatte ja vor kurzem dazu aufgerufen, alle diese Operationen zu stoppen, alle elektiven Operationen. Das war eine sehr radikale Maßnahme. Und ehrlich gesagt, bei 12.000 freien Intensivbetten in Deutschland macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt diese elektiven Eingriffe weiter zu unterbinden. Und da gehen jetzt Krankenhäuser auch mehr und mehr dazu über, wieder Patienten einzubestellen, Termine zu machen für diese Art von Operationen. Das ist sicher richtig und sinnvoll. Soweit mein Kollege Markus Grill. Ganz herzlichen Dank. Danke auch.